Hi ihr Lieben, herzlich willkommen mal wieder zu einem neuen Vlog. Wir sind heute für euch unterwegs im Taunus. Hier ist eine Vogelburg. Ich bin heute das dritte Mal hier und wir schauen uns an, was ihr hier erleben könnt. Viel Spaß. Und dann gibt es jetzt Papageienfutter. Ach nee, da ist ein Futter. Der kommt nicht. Weiß gar nicht, was er damit anfangen soll. Was ist das, Neo? Was ist das? Sein Papagei. Ein Papagei. Kommen alle an. Ist der lauter als der Papagei, Neo? Also es ist eine richtig schöne Burg, die hat auch das ganze Jahr geöffnet, ob im Winter oder im Sommer. Im Sommer ist es natürlich schöner als im Winter hier, weil ihr nicht so dick angezogen sein müsst. Er freut sich auf jeden Fall mega. Ihr könnt hier durchlaufen und füttern, ihr könnt hier in die Häuser reingehen. Ihr seht überall so Informationen, wo die Papageien herkommen. Manche wurden ausgesetzt und manche konnten sich die Züchter auch nicht mehr kümmern. Jetzt sind sie halt hier und haben ein bisschen mehr Platz, sage ich mal, als in dem Durchschnittshaus zu Hause. Ja. Achtung, pass auf, sonst sind die Fingerchen weg. Pass auf, Neo, Fingerchen weg. Aua. Ist das süß. Was gibt's hier noch, Neo? Das sind die ganz großen, ne? Das sind die ganz... Oh, guck mal da. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Super, alle. Hallo. Boah, ach, Scheiße. Ey, der hat dich verjagt. Hast du gesehen? Aua. Sind die süß. Wee, wee. Vogel, was Vogel. Oh, oh Mann. Oh Mann. Völlig, völlig geflasht. Was ist das? Was sind die denn? Was sind das denn für Vögel? Hä? Hä? Bunte Vögel, alles voller Blütenvögel. Vogel, ein Vogel. Oh mein Gott. Hat er gezuckt. Das Krasse ist, ihr könnt hier auch reingehen und hier ist jetzt kein Gitter mehr davor. Das bedeutet, irgendein Vogel wird sich dann mal auf eure Schulter setzen, wenn ihr ihn nicht zu viel Angst macht. Hallo. Hallo. Komm mal her. Oh wow, hm? Schmeckt das lecker, hm? Schmeckt das lecker? Oh wow, wie macht der das? Ich weiß nicht, ob du ihn anfassen solltest.
total geil. Tiki, ja. Dann gucken wir mal, wo wir noch hingehen. Wir mal hier. Oh. Tschüss. Oh, was ist das denn? Der Anna. Ja. Was ist das denn? Das ist ein witziger Vogel. Warum sehe ich nicht? Ja, ist der falsche Blendenseite. Ja, jetzt. Ein Tanzvogel. Warte. Hier, guck mal. Ja! Ja, wer tanzt denn da? Tanz doch mal. Guck mal, Nio. Du musst mit tanzen. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, guck mal. Ja, guck mal. Was ist das denn für ein Vogel? Guck mal, da. Oh, das ist so witzig. Wo ist mein Handy? Ja, 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 in rosa. Hier, guck mal. Ich hab Angst. War das Neo? Ja. Komm mal, lass uns mal filmen. Kannst du mit ihm hier stehen? Ich gebe dir mal die Dinge. Guck mal hier. Hallo. Ich gebe mal Hallo gesagt. Hallo. Juhu. Juhu. Hörst du, wie er redet? Nee. Kuckuck. 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 Hörst du nicht, wie er da oben redet? Du hast ja einen Lautsprecher. Kuckuck. Papageien. Sag mal, Papagei. Papagei. Hallo. Juhu. Der Vogel denkt sich gleich, gleich fresse ich ihn auf. Wir müssen nerven, so. Gleich fresse ich den Kleinen auf. Der frisst dich auf, Neo. Musst du aufpassen. Gemeiner Vogel. Gemeiner Vogel. Der wartet nur auf so kleine Babys wie dich. Oder? Der wartet nur auf kleine Babys. Der frisst dich auf. Pass auf. Der frisst dich auf. Hier, guck mal. Oh,
Oh, guck dir das mal an. Was für lange Federn. Was für lange Federn. Guck dir das mal an. Guck mal, nee. Guck mal. Pankervogel. Pankervogel. Chicho. Chicho Leckerho. Ein Kakadu. Hier gibt es übrigens auch eine kleine Gaststätte, wo ihr essen könnt. Sieht eigentlich ganz schön aus hier mit den Stühlen. Ich weiß nicht, ob es ein Café ist oder wirklich ein Restaurant. Ich glaube, es ist ein Café. Ich habe es rausgefunden. Es ist ein Restaurant. Und da ist es. Bienenstich, Kartoffelsalat, Feuerholzkohl, Spießbraten. Ihr könnt euch übrigens hier überall hinsetzen. Ja, hier gibt es ganz viele Stühle, Tische, wenn ihr mal Rast braucht vom ganzen Hoch- und Runterlaufen. Und ich glaube, hier gibt es auch irgendwo noch ein Café. Da bin ich mir aber nicht 1000% sicher, weil es hier doch ziemlich verworren ist. Und ich jetzt gar nicht genau weiß, wo das sein soll. Ich glaube aber, hier gibt es eins. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Das war unser Besuch hier in der Vogelburg. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Ich packe euch den Link in die Videobeschreibung. Ist auf jeden Fall ein Ausflug wert. Auch wenn ihr jetzt keine Vogelfreunde oder was Züchter oder was weiß ich seid. Auf jeden Fall, wenn ihr Kinder habt, ist es sehr spannend. Unser Kleiner ist jetzt gerade mal 10 Monate und der fand es mega. Wir auch. Ich war zum 3. Mal hier, auch 2-mal ohne Kind. Und ich fand es immer wieder schön. Bis ganz bald. Ciao, ciao.